Martin hat ein neues Video, beziehungsweise... Doch, es ist 8 Tage alt. Krass, ich bin gar nicht so spät, Leute. Samuels World Ausrüstung und Kleidung. So gehe ich nach Kanada. Survival Martin. Die sind nämlich gerade einfach... Heute ist der 8. Tag, oder? Seit 8 Tagen sind die jetzt draußen in der Wildnis? Oder seit wie vielen Tagen sind die draußen in der Wildnis? Ich bin auf jeden Fall sehr hyped und sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und generell, was auf die Kandidaten zukommt. Ich bin sehr froh, einfach auf diesem Stuhl hier sitzen zu können und nicht draußen zu sein. Weil ich finde das wirklich bewundernswert. Ich fand die ersten 2 Staffeln schon mega krass und ich bin gespannt auf die nächste Staffel und ich freue mich einfach, dass es eine 3. Staffel überhaupt gibt. Und jetzt gucken wir uns an, die Ausrüstung und Kleidung von Martin. Let's go! Hallihallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute werde ich euch verraten, was ich final mit nach Kanada nehme. Ich befinde mich in der Wildnis noch von Germany. Hier vor mir liegt ein Stapel mit Sachen, die werde ich euch gleich zeigen. Zum einen den Inhalt meiner Flasche und natürlich auch mein komplettes Outfit. Was nehme ich mit und warum nehme ich das mit? Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich gerade ausgesetzt worden in der Wildnis von Kanada und hoffe, dass ich mich für das Richtige entschieden habe. Wollen wir nicht lange schnacken? Ich hau die Kamera auf ein Stativ, ich bin nämlich alleine in the Woods. Und dann zeige ich euch mal, was ich final quasi als Kleidung und als Ausrüstungsgegenstände quasi mit nach Kanada nehme. Wahrscheinlich das, was er anhat, oder? Ich fange mal an mit den oberen Klamotten. Hm. Ich habe hier ein T-Shirt von Clawgear. Wie genau das heißt, kann ich dir gar nicht sagen. Es ist aber der Vorteil bei diesen Dingern, die sind halt echt richtig lang. Und das feiert. Cool. Ist schon nice. It's X-Large. Nice. Ja, ich habe noch welche in Schwarz bestellt. Da kommt noch ein Aufdruck von mir drauf. Also das ist wahrscheinlich nicht das Finale, aber der Schnitt ist derselbe. Ne? Und es ist halt schön lang. Voll praktisch hier mit diesen Taschen hier. Seht ihr das? Da sind so Taschen ein. Und so ist richtig geil. 8 Tage sind es jetzt draußen. Boah, ey. 8 Tage in der Wildnis, ey. Boah, crazy. Weil Martin hat ja mal gerne schnell Rücken. Und damit der quasi hier hinten schön abgedeckt ist, T-Shirt etwas länger. Dann habe ich hier die Hose. Das ist die MK3 Raiders von Clawgear. Hat sich bewährt. Ich weiß noch nicht, ob ich sie final... Ich wollte gerade sagen, sieht so aus, als ob er die schon länger hat. Ja, mitnehme. Nice. Aber... Ja, die hat halt viele Taschen und ganz wichtig, ja, das habe ich und Fritz auch gesagt, es ist wichtig, dass wir Reißverschlüsse haben, denn der Inhalt der Flasche muss ja irgendwo bleiben und die einfach irgendwo hinlegen wäre ziemlich dumm, also müssen wir es in unsere Taschen verteilen. Oder wie Knossi in diese ganzen Beutel, wir haben gerade die Flasche uns angeguckt. Da ist aber ein Reißverschluss 1000-mal besser. Ich werde euch gleich zeigen, was da so drin ist in der Flasche, aber erstmal klamottenmäßig. Schuhwerk, ganz spannend. Zeige ich euch. Gummistiefel. Aber warum, Martin, hast du Gummistiefel genommen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil da, wo wir ausgesetzt werden, da ist halt tatsächlich wilde Natur. Und ich weiß... Hä, warum? Ich würde nicht fragen, warum. Wahrscheinlich würde ich sowas auch anziehen. Also ich finde das schon chillig. Er weiß ja nicht, wie das da aussieht. Und außerdem, guck mal, da ist das ganze Bein auch geschützt und sowas. Und ist ja nicht super tropisch, super heiß, wisst ihr? Also ich finde das schon gut. Doch auf der Durchschlageübung, wie schnell meine Füße Fritte waren. Du das Gräser. Du musst halt irgendwie durch sumpfiges Boah. Gebiet. Oh, shit! 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 Das war's, Leute. Guck dir mal meine Schuhe. Boah, Fritz, ey. Richtig schadenfroh. Mann, Junge. Ich bin komplett nass. Ja. Und das hier? Das sind locker 30 bis 40 Zentimeter, die du halt schon mal instant rein kannst in den Mörder. Und wenn wir fischen wollen, also, oder... Stimmt, richtig gut, dann können die einfach ins Wasser und alles chillig. Ja, mein Gummistiefel, beste. Gewisse Stellnetze oder sowas ausprobieren wollen, dann hast du halt einen Vorteil, wenn du schon mal ein Stück im Wasser stehst. Wenn du meinst, okay, ist zu warm, dann lässt du die einfach hier an der Seite offen oder klappst die runter. Kannst du auch so tragen, sieht zwar nicht geil aus, aber dann hast du halt ein bisschen Luft am Fuß. Das ist einfach geisteskrank geil. Ach, als Unterhose, Variante schwarz, ungefähr so lang. Nichts Dramatisches, nichts Besonderes. Socken habe ich tatsächlich mich für Merino-Wollsocken entschieden. Kann ich nochmal zeigen. Was sind denn Merino-Wollsocken? Und zwar auch die... Was ist das Besondere daran? Mann, das ist scheiße ohne Kameramann. Max, du fehlst mir. Oh. Ich versuch's nochmal. Hier, Max. Das sind Merino-Wollsocken. Jetzt kommt noch ganz wichtig, Regenjacke. Das ist die von Gumspot, der Prototyp. Den nehme ich mit. Habe ich euch gezeigt im Regenjackentest. Komplett abgeliefert, das Ding. Gucken wir mal, ob die Regenjacke von Gumspot hält, was sie verspricht. Geil, er hat halt wirklich schon die ganze Zeit alles getestet und sowas. Chillig, ey. Holy shit. Ach du meine Güte. Es ist komplett trocken. Es ist komplett trocken. Da ist nichts nass. Wow. Ich brauche sowas. Hier, alle Jacken, die ich anhabe, ich bin dann... Warum ist denn das eigentlich? Was für eine Qualität habe ich eingestellt? Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Jacke.
Kommen wir zu meinem Wärmepolster. Und da habe ich mich für eine Variante entschieden, die etwas anders ist, als die meisten wahrscheinlich mitnehmen werden. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, wie geil Merino-Wolle ist, beziehungsweise Loden. Das hier wird mein Wärmepolster. 15 Minuten unter fließendem Wasser hat es ausprobiert und da ist nichts nass geworden. Ach du meine Güte. Das sieht aus wie bei Zelda, oder? Tschup, 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 tschup. Sieht voll cool aus. Das ist der Waldmarkt von Petromax. Der ist nicht besonders dick. Das ist kein Dings, wo du sagst, so, boah, der ist richtig, richtig kuschelig oder sowas. Nee, nee. Das kratzt auch ein bisschen, aber Vorteil ist hierbei, ich zieh's mal an. Ein Prototyp, die Jacke. Okay, Nachteil gibt's schon. Kein Reißverschluss. Für was braucht man einen Reißverschluss? Es ist hinten auch wieder ein Stück länger. Ist chillig. Und geht mir ein bisschen über den Po. Ich habe halt akut Probleme beim Rücken, wenn der halt Zug kriegt oder Kälte. Ja, das ist richtig gut, die Nieren. Kriegst du sofort Schmerzen. Ja, hier vorne. Guck, ich habe auch meine Dinge. Hat ja so ein, keine Ahnung, was das soll. Hilft mir eh nicht. Hier an der Seite, in der Innentasche. Ist einfach. Das sind Reißverschlüsse. Reißverschluss? Und davor gelagert, das Fach ist ohne Reißverschluss. Also man kann quasi zum einen durchgucken. Da. Cool. Perfekt. Das ist halt ultra leise zum Jagen, perfekt. Und zum anderen bildet sich darunter so ein Mikroklima. Aber mit der Regenjacke in der Kombination bin ich safe. Sieht richtig gut aus. Und es hat noch einen anderen Grund, warum ich den Waldmarkt mitgenommen habe. Aber das werdet ihr erst im nächsten Video sehen. Ich werde nämlich versuchen, aus meinen Klamotten mir ein Bett zu bauen. Also aus Regenjacke und Waldmarkt. Das waren jetzt erstmal so grundlegend alle Klamotten. Ich baue auch immer mein Bett aus Regenjacke und was? Genau aus dem Grund, Leute, sitze ich auf diesem Stuhl. Ich bin einfach nur begeistert. Aber bitte was? Er will sich ein Bett bauen? Alter. Der ist so crazy, der Dude. Richtig geil. Da bin ich echt gespannt. Glaubt ihr, du schaffst es, ein Bett zu bauen? Aber, was ist noch wichtig? Sachen. Kopfbedeckung. Hallo, kann ich bitte ein Eis mit Vanille? Und Streuseln bitte, ja. So. Ja, mit diesem Ding da auf seinem Kopf, mit diesem Ventilator auf dem Kopf. Wisst ihr? Egal. Und zwar für einen Hut. Und zwar einen richtigen, das ist ein bisschen wie ein Rancher-Hut. Das ist aus Segelstoff. Ich wollte halt einen was Hut. Was ist für ein Auge? Der halt... Digga, das ist Mario Odyssey. Absteht, zum einen... Wegen Regen und wenn du ein Moskitonetz über den Kopf ziehst, was tatsächlich in meiner Flasche drin ist, besser quasi funktioniert, damit sie nicht in mein Gesicht rumkrabbelt. Und das wichtigste It-Piece an diesem Hut, er hat auch eine Puma-Abwehrfunktion. Achtung, ich zeige sie euch. Zack! Ich habe einfach ein paar Augen drauf gebügelt, weil ich gehört habe, das hat bei Alone, bei der Staffel auch jemand gemacht und er wurde nicht von einem Puma gekillt. Gut, die anderen auch nicht, aber vielleicht hat das was mit den Augen zu tun. Also wenn ich den quasi aufsetze... So, ich gehe dann so los und der Puma ist jetzt hier irgendwo und der sieht so, ah, okay, nee. Augenabwehr. Gut. Ja, oh mein Gott, wie gut. Quasi an. Also, greift er mich wie nicht an. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also ja, die Augen verstehe, sollen dazu bewirken, dass der Puma sagt, oh nee, der guckt mich an. Ich will es auch aus. Der kann sich ja wehren. Der Puma sucht nämlich potenziell Opfer. Ja, natürlich und dann sieht er nicht aus wie ein Opfer. Weil er also sieht den werde ich Mario natürlich wieder für zweierlei Zwecke nutzen. Super Mario, wisst ihr? Einmal halt zum einen als Halt, ne, wegen Wind. Kannst aber auch einfach als Mütze, so als Schlauchmütze, geht auch. So ist hier alles dicht. Da? Oder auch mal zum Arsch abwischen. Weißt du, ein bisschen nass machen, Arsch abwischen, wieder. Okay, Wasserfilter, Arsch abwischen, fast das gleiche, oder? Trocknen lassen, wieder um den Hals packen. Muss nur aufpassen, dass nicht komisch riecht. Dann weißt du, okay, ist noch was drin. Handschuhe habe ich auch von Mechanics. Nichts Besonderes, ganz einfache Stoffhandschuhe. Ja, und damit haben wir es. Crazy. So, nochmal kurz Aufnahme, Stopp und dann zeige ich euch den Inhalt meiner Flasche. Crazy. So, und bevor ich euch jetzt meinen Inhalt verrate, den ich mit nach Kanada nehme, zeige ich euch eine komplett neue Innovation von RhinoShield. Ihr was wisst, RhinoShield ist bekannt für extrem robuste und sehr, sehr gute Handyhüllen. Aber... Ja, aber was ist das? Trinkflasche oder was? Hier haben wir was Neues. Hä? Eine Trinkflasche? Ist es wirklich eine Trinkflasche? Was hat denn RhinoShield mit einer Trinkflasche zu tun? Das war eine ganz, ganz neue Variation. Und zwar, du kannst einfach die Trinkflasche nutzen und dein Handy mit einer MagSafe-Hülle festmachen. Entweder Hochformat. Oder du sagst einfach, hey, pass auf, komm mal her, wir gucken zusammen, noch mal schnell zu Survival mal in sein neues Video. Diese Trinkflasche gibt es in verschiedenen Variationen. Einmal in schwarz und weiß, im rostfreien Edelstahl oder aus Tritan. Das ist ein Stativ. Die Edelstahl-Variante wiegt ungefähr 500 Gramm und wie die Tritan-Variante ungefähr 300 Gramm. Und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, wie das Ding halt aufgebaut ist. Du hast hier oben diese Art des Magnetring, den das du halt bewegen kannst und dadurch halt auch den Winkel einstellen kannst. Da kommt das Handy ran. Aber es ist ja auch eine Trinkflasche. Du hast hier oben so einen Clip, hopp, und los geht's. Du hast quasi Stativ und Trinkflasche in einem. Ach.
Ja. Was auch noch geil ist, wenn du zum Beispiel jetzt einen Yogakurs im Park machen willst oder sowas, da hast du keinen Bock zu Hause in der warmen Bude zu sitzen, nimmst du dein Handy mit, deine Trinkflasche, weil Wasser brauchst du eh, setzt dich im Park, machst dir dein Yoga-Programm an. Und oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass sagen, die Trinkflaschen herstellen, aber das ist schon geil. Gibt es auch verschiedene Variationen fürs iPhone 13 oder halt auch für Android-Systeme. Links in der Beschreibung. Und mit, jetzt kommt es auf, mit dem Code MuddyTrinkt, Spaß auch noch 10% auf deine Bestellung. Neue Trinkflasche am Start mit Stativfunktion von Rhinoshield. Wie geil ist das bitte? So, und jetzt geht's weiter mit der anderen Flasche. Digga, ich bin gerade total baff. Flasche, wo ich euch zeige, was ich bei habe. Let's go! Geil! So, zum einen habe ich hier eine Flasche gefüllt. Die ist zu 95% oder 90% ähnlich wie die, ich mit Fritz zusammengepackt habe. Und hier habe ich noch eine drin, da sind noch Gegenstände drin, die ich noch final testen will. Das mache ich aber im nächsten Video. Hier will ich euch noch mal ganz kurz vorführen, warum, wieso, weshalb wir irgendwelche Dinge mitgenommen haben. Bei Instagram habe ich tatsächlich mir ein Messer vorbereitet. Wenn ihr das nicht gesehen habt, tja, dann seid ihr mir nicht auf Instagram gefolgt. Ja, das bitte nach. Tut mir leid. Einfach survival.money.official auf Instagram. Da gibt es immer so Side-Facts-Stories, abgesetzt von YouTube. Hier haben wir schon den ersten Gegenstand, den wir in der Flasche drin haben. Den haben wir tatsächlich auch beide drin, nicht nur einmal. Und zwar ein gutes altes Moskitonetz. Und zwar eins mit Supermesh. Das bedeutet, da kommen diese Black Flies, diese ultra kleinen, gnitzenden Scheiß-Pisskack-Viecher nicht durch. Der Vorteil ist, durch den Hut habe ich halt eine gute Verteilung und es hängt mir nicht im Gesicht oder auf den Augen. Ich weiß, wie schlimm es ist, wenn du dich da nicht bewegen kannst und ich weiß, wie die kranke Scheiße da aussehen kann in Kanada. Dann mein selbstgeknüppeltes Messer, beziehungsweise die Scheide ist nicht original, die ist eigentlich von einem anderen Messer. Ich habe mir so ein kleines Buckmesser eingepackt. Also ich finde das Fliegengitter mega. Gepackt. Ich habe unten ein Stück abgeschnitten und halt nehme jetzt diese Lederscheide, weil das nimmt am allerwenigsten Platz in der kompletten Flasche weg. Mein Messer. Dann dieses Kuchending wie dann bei Knossi und zweimal Feuerstahl, Light my fire. Ganz wichtig, ohne irgendwelche Gedöns drumherum, brauchen wir nicht. Die Dinger verlierst du ultra schnell. Deshalb habe ich vorhin schon gesagt, sind Hosen wichtig mit Reißverschlüssen. Weil da kannst du es einmal drin verstauen und es kann nicht weg. Ja. Dann habe ich hier eine Bärenfalle, die ich noch ausprobieren will, ob das funktioniert. Ich habe das auch. Das ist sowas, das ist eigentlich das Marketing war, glaube ich, für Frauen. Das kann man an seiner Handtasche machen. Und wenn man beispielsweise in Panik ist oder sowas und, keine Ahnung, man wird belästigt oder sowas, dann kann man auf diesen Knopf da drücken. Das da. Warte, wo ist das? Da kannst du es einmal drin verstauen. Moment. Und es kann nicht weg. Dann habe ich hier eine Bären... Ja genau, man kann hier auf diesen Knopf drücken und dann macht das so richtig laute Geräusche. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Ich habe es nur. Aber das macht richtig Trouble, angeblich. Falle, die ich noch ausprobieren will, ob das funktioniert. Eigentlich ist es ein Taschendiebstahlwarner. Achtung. Ja. Ah, so war das. Ja, das überhörst du nicht. Das habe ich überlegt, irgendwo zu spannen mit einer Sehne. Wenn dann der Bär. Ach, crazy. Ich habe es nie ausprobiert. Gut zu wissen, wie sich das Ding macht. Ich habe gedacht, man muss auf den Knopf drücken. Gut, dass ich das immer in meiner Handtasche habe, aber immer falsch nutze. Deswegen wir es noch nie genutzt haben. Huch. Man muss daran ziehen. Ich habe gedacht, man muss da drauf drücken. Ja moin ey, wenn der Dieb erstmal kommt oder wenn man in Panik ist oder wenn man, keine Ahnung, belästigt wird oder sowas, erstmal so, wir können das nochmal. Classic me ey. Er oder der Puma da durchläuft und das so rauszieht, dann sind wir vorgewarnt, wir haben im Moment mehr Zeit. Ob man das in einem Kreis auch wirklich hinkriegt, probiere ich aus, auch im nächsten Video. Cool. Komm raus, du Sau. Okay, machen wir es so rum. Genau, einmal der Sawyer Mini Wasserfilter. Zum einen hast du dieses Squishy Bag, wo du halt Wasser reinfüllst. Und dann schraubst du es hier drauf und drückst es hier wieder raus. Das ist der kleinste und handlichste Wasserfilter, den man kennt. Der kann keine Schwermetalle und glaube Viren kann er nicht. Aber ansonsten kann er quasi das Wasser, was du da aus dem Süßwasserbereich kriegst, definitiv trinkbar machen. Und das ist wichtig. Und den Zwischenraum, weil der ist normalerweise viel, viel kleiner, habe ich einfach mit Seelen auf so einem Paracord drumherum gewickelt. Wir haben in unserer finalen Flasche aber Dyneema-Schnur bei. Ultra belastbar, kann man als Angelschnur nehmen und zum Klöppeln. Hier habe ich mir einfach Angelsehne drumherum gewickelt. Ausgetestet. Und danke dir. In dem Innenbereich habe ich mir einfach Tabletten reingepackt. Also kein Platz wird verschwendet. Nee. Säge. Ist hier auch eine andere als bei Fritz in der Flasche. Aber ich wollte sie einfach ausprobieren. Ultra handlich, aber die Zahnung, muss ich gestehen, ist jetzt nicht besonders grob. Klein, kompakt, handlich, passt super in die Flasche. Grob, die ist schon krass. Die gute alte Rettungsdecke und die wollen wir tatsächlich als Shelterplane nehmen, um das halt dicht zu kriegen. Der Vorteil bei Rettungsdecke ist, kleines Packmaß, sie ist komplett wasserdicht, aber hat natürlich punktuell ein paar Problemchen, was die Reißfestigkeit angeht. Ja, genau deshalb. Ich hab gedacht, wenn man das zu weit ding, dann geht es direkt kaputt, oder? Ich probiere es aus. Dafür habe ich es bei. Nur als Beispiel. Ja, aber warum testest du nicht davor? Mit dabei, mit Vorfächern und so weiter. Auch hier wieder machen wir bei Fritz seiner Flasche final ein bisschen anders, aber es geht ja darum, um den Inhalt.
So, zweite Rettungsdecke. Der Maß dieser Rettungsdecken, kann man da gut lesen, 2,10 Meter mal 1,60 Meter. Ist jetzt nicht besonders pralle, aber zwei Stück ist okay. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann hat Fritz was entdeckt, was mich richtig vom Hocker gehauen hat. Und zwar habe ich das in der anderen Flasche drin. Zum einen habe ich hier ein komplett anderes Messer drin und eine andere Säge. Das ist die von Fiskars. So krass, die hat eine ganz andere Zahnung. Haben, ne? Wichtig ist nur, hier unten, das solltest du aufpassen. Normalerweise ist hier unten dran eine. Ich habe gerade gedacht, der tut sich gleich verletzen. Auch so ein Metallhaken, Schock. Den habe ich einfach abgeschnitten. Da ist jetzt die Schraube dran. Damit arretierst du quasi das, ne, das Blatt. Dann hatte ich hier noch ein Messer. Das ist übrigens die Scheide von dem anderen Messer. Die ist aber sehr, sehr dick. Deshalb habe ich da mich für die Lederscheide entschieden. Und das war auch noch ein Messer, was in die Flasche passt. Aber hier ist halt ein Loch eingestanzt. Warum ist da ein Loch? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da ist ein Baum im Loch. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht ist das hier krasser. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Eigentlich gehört das hier rein. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ja? Übel hart feiert. Was für ein Hammer? Das ist auch so eine Todesfalle. Ne? Stell dir mal vor, du packst irgendwas ein und dann kriegst du es nicht mehr raus, so wie ich jetzt gerade. Also ich sag's gleich, ne? Bei Fritz und mir, unserer Flasche, haben wir das sehr, sehr besser, also deutlich besser gemacht und halt optimiert. Okay. Das ist eine XXL-Rettungsdecke. So, das war eigentlich der Plot-Twist. Wenn man mal genau hinguckt, haben wir hier 2,20 Meter mal 3 Meter. Boah. Nochmal zum Vergleich, 2,10 Meter mal 1,60 Meter. Also, ja, das ist krank. Ne? Das ist schon, das ist schon fast Tarpgröße. Ob man damit das auf die Beine kriegt oder nicht, kriegen wir auch raus. Machen wir im nächsten Video. Das ist so grob der Inhalt der Flasche. Ein, zwei Sachen vielleicht noch mehr. Ein paar Gummiköder noch zum Angeln und eventuell noch ein paar andere Dinge. Aber das könnt ihr euch dann final bei der Staffel angucken. Oder es läuft bei Fritz sogar ein Video über die Flasche. Das weiß er noch nicht zu 100%. Aber könnt ihr ja mal vorbeigucken. Vielleicht hat er inzwischen eins gemacht. Weiß ich nicht. Jetzt, wenn das Video vorbei ist, werde ich mich darum kümmern und probieren, ein Shelter zu bauen, ein Bett zu bauen, die ganzen Sachen einmal durchzutesten. Ja. Unbedingt testen. Und ob das funktioniert oder nicht, perfekt, erfährst du quasi im nächsten Video. Damit bin ich raus. Nicht vergessen, wer Schritt stimmt. Ich hab euch lieb. Macht's gut. Euer Survivor Martin. Ciao. Ich glaube, ciao, Martin. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlich. Krass, ey. Wie die alle einfach so ein Outro haben. Voll cool. Ich hab auch ein Outro, aber ein anderes Outro. Also ohne Stimme und so. Aber voll cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und seine Ausrüstung sah cool aus und die Kleidung, ich bin mir nicht sicher, ob das alles in die Flasche, in die Finale passt, aber die werden es schon 1000 Mal ausprobiert haben, also oder unter 1000 Mal, 999 Mal werden die es bestimmt schon ausgetestet haben. Deshalb, ich hoffe, dass es alles reinpasst und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.